Ihr lieben Clasher und Clasherinnen, willkommen bei mir, dem Thorsten, beim Clan, wo bin ich eigentlich? Ich bin mit dem Clan Tempestas, so heißt er, glaube ich, ja. Und ich bin hier auch nur zu den Clan-Spielen, also das gehört nicht jetzt zur Folge oder zur Serie Ich bei euch, denn ich wollte mit dem Account hier natürlich auch die Clan-Spiele erfolgreich spielen. Und deswegen habe ich irgendwann, ich glaube, es war dann ein Abend vorher oder ich glaube, es waren sogar, die Clan-Spiele waren schon am Laufen und ich habe dann halt gesucht nach einem Clan, wo ich die Clan-Spiele mitspielen darf und die haben mich hier jetzt aber auch mit in den letzten CK schon geschleppt. Eigene Schuld, da ich auf Grün war und natürlich immer ganz brav meine Angriffe mache, bin ich hier erstmal, aber ich bin hier nicht sehr kommunikativ, weil ich auf dieses Dorf nicht so oft drauf springe. Das sieht man, glaube ich, oder das sehe ich jetzt vor allen Dingen zum ersten Mal, das sehe ich auch sehr, sehr selten, dass einer meiner Infernos hier mal Low Ammo sagt. Das kommt eigentlich wirklich, wirklich selten vor, dass ich in mein Dorf komme und es ist so hart abgefarmt, dass ich hier die Tesla oder die Infernos oder gar den Adler nachladen muss. Also das ist schon krass, muss ich mal so sagen. Und ich habe das auch mal stehen lassen, denn das ist wirklich mal auch eine extrem seltene Geschichte aus meinen Dörfern, dass ich überhaupt mal so hart was nachladen muss oder dass gar mal was verschossen ist. Aber auch das kommt vor und ich kann hier so ein bisschen sammeln und ich glaube, wir sind ja im laufenden CK hier, also Tempestas gegen welchen Clan auch immer, den letzten Clan kriege ich hier aber gewonnen. Und mal sehen, wie das hier wird. Es gibt hier immer ganz klare Order. CK1, Angriff eine Nummer unterhalb der eigenen, innerhalb der ersten 15 Stunden. Okay. Eine Nummer unterhalb der eigenen, innerhalb der ersten 15 Stunden. Zweiter frühestens 9 Stunden vor Ende CK mit dem Ziel 3 Sterne. Okay, das sind dann 23 Stunden. Also die 9 Stunden, glaube ich, das ist irgendwie innerhalb der letzten 9 Stunden. Das ist sowieso 9 Stunden vor Schluss. Da darf man sich nicht beirren lassen. Ich habe nämlich letztes Mal auch gedacht, da musst du ja 2 Angriffe hintereinander machen. Nämlich einen sofort nach 15 Stunden. Dann kannst du den nächsten gleich rausballern, sonst schaffst du es ja gar nicht, 9 Stunden vorher deinen Angriff zu machen. Aber was bin ich hier? Ich bin hier die Nummer 8 und ich denke, ich muss dieses Mal auch gegen einen Rathaus-Elfer dran. Mal sehen, wie der so ein bisschen ausschaut. Ich habe das ja schon mal erklärt, so ein bisschen guckt man immer nach seinem Gegenüber. Aber ich glaube, mein Gegenüber ist nicht ganz so stark wie mein Dorf, von den Helden her sowieso nicht. Und die Infernos gehen noch, Adler ist auch auf 1, also ganz ähnlich wie bei mir. Meine ist etwas besser ausgebaut, da sind wir uns einig. Dennoch ist mir so ein bisschen was spooky. Ihr habt es ja im Bild gesehen. Es ist ein bisschen was spooky, aber ich gehe jetzt gleich mal erstmal drauf ein. Ich denke, ich muss kurz mal diese Armee verballern, denn ich habe ganz, ganz lange nach dem Fun-Faktor hier gesucht und den habe ich jetzt endlich gefunden. Um was es daran geht, das werde ich euch gleich erzählen. Aber witzigerweise muss ich sagen, vielen lieben Dank für die wirklich vielen Kommentare. Wenn ihr übrigens Kommentare schreibt mit einem Hashtag, einem Link oder was auch immer, vielleicht ein Link zu eurer Clan-Webseite, dann muss ich den immer freigeben. Also seid nicht irgendwie angedröselt oder so, dass ihr euren Post dann noch nicht in den Videos seht. Ich muss die dann immer extra freigeben, weil gerade die Geschichten mit Hashtag, mit einem HTML-Code oder mit einer URL, die werden bei mir erstmal in einen Filter geschoben und ich sehe die aber recht zeitnah und gebe die auch immer frei, weil ich mich darüber freue, dass natürlich Leute Clans suchen oder Clans Leute suchen. Finde ich immer sehr, sehr öcki. So, und ich musste schon mal anfangen. Die erste Armee muss ich jetzt doch schon mal verbraten hier. Aquin ist schon mal down. Das ist nicht schlecht. Hier hinten nehmen wir mal den Laki, nicht, dass die jetzt gleich zur Bauhütte latscht. Also, ich nehme im Moment, die Riesen sind ein bisschen fehl am Platz. Das macht aber nichts. Was habe ich in der Clanburg? Habe ich ein paar Magier und ein paar Barbaren. Das ist nicht schlecht. Und jetzt gucke ich mal, ob ich mit meinen Mauerbrechern hier schon so ein bisschen reinkomme. Da schaffen die das nicht. Okay, jetzt schaffen sie es. Aber hier hinten ist der... Oh, was ich natürlich mal wieder schaffe. Alter Falter, ich mutiere hier so ein bisschen zum Jan, hätte ich fast gesagt, indem ich immer schön meine Queen hier vergesse. Das ist echt mies, muss ich mal so sagen. Und jetzt habe ich natürlich nur noch meinen King, aber mal sehen, da ist jetzt erstmal kein Single Inferno da, der meinen King jetzt wegbrät. Da unten die Magier machen schon mal das ist ganz gut. Ah, das ärgert mich schon wieder maßlos. Ist aber nicht so schlimm. Wir nehmen hier jetzt unsere Miner mit rein. Das ist hier im Moment meine aktuelle Farmarmee im Rathaus 11 Bereich. Aber die kann man auch nehmen im Rathaus 10 Bereich. Also wenn wir hier immer so ein bisschen Tipps und Tricks anbringen, also zumindest ich, dann kann man die auch immer so ein bisschen modifiziert auf andere Rathausstufen runterbrechen. Ja, das heißt also, wenn
diese Folge hier jetzt einen Rathaus-Szener sieht, der kann die genauso machen, denn der hat auch schon Miner, der hat zwar keinen Warden, hat keine 260 Truppen, aber er hat zumindest exakt die gleichen Truppen von der Art her. Er hat Miner, er hat einen King, er hat Wutzauber, er hat Heilzauber und ich darf jetzt natürlich nicht den hier vergessen. Blutmäßig war das jetzt in Ordnung für mich. Denn ich muss hier auch ein ganz kleines Stück vorankommen, aber ich will hier auch Clanspiele spielen und habe heute dann auch mal so ein bisschen, kriegen wir den da noch? Ah, der ist schon öfter mal abgefarmt worden oder er räumt seine Geschenke hier nicht ab. Ihr seht das hier, das sind noch die Geschenke von dem Santas Bell, den es ja um die Weihnachtszeit, glaube ich, gab. Ich habe den gar nicht genutzt. Ich habe den dieses Jahr oder letztes Jahr nicht ein einziges Mal gebaut. Ich weiß auch nicht warum, aber ich finde den sowas von, ich finde ihn fun, ja. So steht es auch im Thumbnail, aber ich finde ihn nicht gerade so effektiv. Also ja, der macht einfach nur Spaß, dann wirft ein paar Geschenke ab. Das ist jetzt nicht so meine Welt und ihr seht das hier, ich habe jetzt 6 von 125 Mauern gemacht, denn es gibt hier natürlich ein Clanspiel, was sehr, sehr funny ist. Ich habe das die Tage erst gesehen, wo die Clanspiele am Laufen waren. Hier nehme ich kurz mal ein wenig meiner weniger und nehme hier richtig viele Mauerbrecher, denn es gibt ja ein Clanspiel, das da heißt, zerstöre ganz, ganz viele Mauern. Die sind ja noch nicht so alt. Und ihr seht, ich komme immer echt spät zum Abdrehen. Ich habe das Ding hier heute Morgen angenommen. Der läuft einen Tag. Und ich muss 120 Wall-Segmente in Multiplayer-Battles machen. Also in den ganz normalen Spielen. 6 Stück habe ich jetzt erst gemacht. Ich habe dann immer überlegt, Alter, wie viele Angriffe musst du denn da machen, damit du auf diese 125 kommst? Nö, musst du gar nicht machen. Kann man sich nämlich viel einfacher machen. Aber ich finde jedenfalls, dass das funniest Game ever ist. Also mir für die 1000 Punkte, die man hier bekommt, im einen Tag brauchst du ja nur machen. Ich meine, gut, da kannst du auch mit 5-6 Mauerbrecher losziehen. Aber das ist wirklich, wirklich heftig. Und ihr seht meine Armee hier jetzt im Lager. Ich habe jetzt only, ja, was habe ich eigentlich? Ich habe only Mauerbrecher und ich baue auch noch ein paar nach. Denn, ja klar, du musst ja nur Mauern machen. Und ich habe hier zurzeit ja nichts zu verlieren. Habe natürlich immer zugesehen, auch mit den anderen Accounts, wo ich das Spiel mal aufschnappen konnte. Also ich habe das nicht bei allen bekommen. Ich habe zwar immer darauf gehofft, oh, hoffentlich kriege ich den Tausender, aber ich habe es natürlich nicht immer bekommen. Und ja, deswegen habe ich dann auch andere gemacht, die ein bisschen höher sind, also zumindest die gelben hier. Aber mit den Mauerbrechern, das finde ich wirklich, wirklich super. Und das macht natürlich, ja klar, macht's mal Fun. Das ist eigentlich nicht mein Kanal. Ich mache das ja eigentlich wirklich eher selten. Aber wo es darum geht, wenn ihr ja die Folge von gestern gesehen habt, habt ihr ja mitbekommen, dass ich ein unheimlicher Clanspielmuffel geworden bin. Möchte mir aber trotzdem hier in den Clans, wo ich den abhänge, immer zeigen, dass ich es auch, dass ich sie auch unterstütze, so will ich es mal sagen. Und der baut, glaube ich, baut er beide Infernos aus oder sind die leer? Ah, das kann man jetzt ganz, ganz schlecht sehen. Ich sehe gar keinen Bauarbeiter. Aber ich glaube, das sind zu wenig Mauern hintereinander. Ich brauche schon so eine Base, die so ein bisschen verschachtelt ist. Und wenn sie denn schon Lot hat, dann nehme ich den doch gerne mit. Wir gucken mal, was er da in dem freien Feld hat. Ihr seht das hier, der hat hier ein Loch. Oder hat er? Da hat er vor allen Dingen nichts drin. Und jetzt gucken wir mal, wie weit wir nur mit den Helden kommen. Meine Clanburg wurde hier leider mal wieder nicht voll. Das ist aber nicht so schlimm. Und wir nehmen hier mal... einen Sprungzauber brauche ich natürlich nicht. Ich brauche nur Wut. Dass die hier richtig cool reingehen, die Mauerknüppler hier. Mal sehen, wie viele Mauern die bis dahin dann geschafft haben. King nicht vergessen. Und dann kann ich hier samt der Mauerbrecher kurz mal meinen Warden zünden. Ja, den habe ich mal auf 5 geballert. Hat zwar ein paar Gems gekostet, aber für den CK und für den Clan. Alter, das Gewusel hier ist ja echt nett. Das Gewusel ist ja echt nett. Oh, der war unnötig jetzt. Nochmal auf die Queen hier den Wut zu nehmen, aber das ist nicht so schlimm. Wir haben nicht mal den Warden gekriegt. Aber macht schon Laune hier und da ist noch ein Barbar. Okay, ich habe hier jetzt Pokale verloren, die Helden alle verballert. Das ist jetzt aber im Schub nicht schlimm. Mal sehen, wie viele Mauern das jetzt waren, um dieses Clanspiel natürlich ganz, ganz schnell abzuschließen. 41 waren es nur. Okay, da muss ich noch ein bisschen nachtrainen. Da muss ich in jedem Fall noch ein bisschen nachtrainen. Das war jetzt ein bisschen wenig. Dann nehmen wir die ruhig nochmal, glaube ich, volle Pulle hier mit. Die Zauber muss ich allerdings jetzt einmal nachmachen. Glaube ich. Ich glaube, ich brauche ein Gift, oder? Ja, wir nehmen mal ein Gift mit. Oh, 4 Freeze-Zauber. Okay, die können wir natürlich auch gebrauchen. Jetzt habe ich ein bisschen was anderes. 38 nur mit dem Queenwalk vorweg gleich. Ja, wir warten gerade die 5 Minuten, mache ich einen kurzen Cut. Ne, den Cut mache ich nicht. Den Cut mache ich jetzt mal gerade nicht. Sondern ich möchte euch mal was zeigen.
was ich sehr spooky finde, also ein bisschen gruselig. Denn es ist mir schon aufgefallen, ich habe erst gedacht, Toto, tickst du nicht richtig oder was siehst du da eigentlich immer? Ja, was sehe ich eigentlich immer? Ihr seht das, ich habe nur einen Freund, es ist der Thorsten, es ist mein Rathaus 12 Account und der ist abgefarmt. Ich weiß, dass er abgefarmt ist und wir können uns mal anschauen. Wir können ihn mal anschauen und ihr seht, ich bin sogar ganz, ganz heftig abgefarmt. Das macht aber nichts, aber was man hier ganz deutlich sieht, ich sehe endlich mal alle drei Belagerungsmaschinen. Ich sehe endlich mal alle drei Belagerungsmaschinen und das sieht man nur, glaube ich. Ich glaube, es ist auch so, ich habe das jetzt so oft beobachtet und ich habe immer gedacht, ich habe einen an der Waffel, habe ich natürlich auch. Aber man sieht alle drei Belagerungsmaschinen, die ich auch gebaut habe. Die habe ich A aktiv und die sind auch bei mir genauso in der Pipe. Und wenn ich das Dorf jetzt allerdings gleich aufbaue, dann sieht man mal wieder nur zwei, denn ich glaube, die Karre versteckt sich immer dann vor allen. Und wenn ich selber ins Dorf jetzt reingehe, dann sehe ich immer nur ganz, ganz kurz, dass mal drei da sind. Aber sobald dort die Dorfbewohnerin ist und mir sagt, Achtung, du wurdest ja ganz hart abgefarmt, ist das wieder weg. Vielleicht habt ihr sowas auch schon beobachtet oder euch ist irgend so ein Funny-Effekt schon mal aufgefallen. Mir ist es jetzt aufgefallen. Ich gehe jetzt mal in mein Dorf rein und dann gucken wir mal, wie das aussieht, wenn ich das kurz einmal angestoßen bzw. wieder aufgestellt habe. Ich mag eigentlich keine aktiven Clans, wo ich zweimal fordern muss, damit meine Clanburg mit irgendwelchen Bodentruppen voll wird. Naja, okay, das sei mal dahingestellt. Das ist nicht so ganz mein Ding, muss ich sagen. Ich meine, das ist jetzt schon meine zweite Forderung und ihr habt das gesehen. Ich bin online und zwei weitere auch. Die können mir doch nur irgendwelche Truppen geben. Ich fordere ja auch nur Boden. Von mir aus sollen sie mir auch Lufttruppen reinpacken. Wäre mir auch egal, aber wir gucken nochmal in den Thorsten rein, denn der ist jetzt online. Ich bin jetzt am Handy und Abracadabra, die Karre ist weg. Die Karre ist von Cabrio. Sie schützt sich vor dem Schnee oder so, keine Ahnung. Aber man sieht nur zwei Siege Machines hier, also zwei aus der Werkstatt, nämlich den Zeppelin und den Felsenwerfer, mehr nicht. Die Karre ist irgendwo weg. Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist. Ich fand das immer ein bisschen spooky und unheimlich. Mir ist das aufgefallen, wenn ich den Olli ab und zu mal inspiziere, wie es so um den steht und seine Base ist abgefarmt, dann habe ich immer gedacht, wieso sehe ich immer drei Maschinen bei ihm? Und wenn er denn wieder da ist, dann sehe ich nur zwei. Beziehungsweise ich habe dann immer bei anderen Zwölfern geguckt, die abgefarmt sind, beziehungsweise nee, die stehen. Und da habe ich auch immer nur zwei gesehen. Ist also eine ganz spooky Geschichte. Ist immer ein bisschen unheimlich. Aber vielleicht ist es auch nur ein grafischer Anzeigefehler. Keine Ahnung. Ich kann es nicht genau deuten. Was aber kein grafischer Anzeigefehler ist, dass wir hier jetzt schon wieder lostreten können. Wir haben unsere Helden schon wieder und wir haben jetzt auch etwas bessere Konstellation der Truppen hier, beziehungsweise wir haben ja jetzt einen Queenwalk am Start und mal sehen, ob wir mit dem Queenwalk nicht ein bisschen mehr noch Mauerbrecher hier in solche Bases kriegen. Okay, da muss jetzt ein Rathaus 10 dran glauben. Ist einfach mal so, denn der hat low, ja, ich nenne es immer so, das ist jetzt keine Abwertung, aber er hat noch nicht so hohe Mauern, dann muss ich das mal so sagen, er hat noch nicht so hohe Mauern und da lassen sich mit dem Mauerbrecher natürlich etwas mehr dann durchpfeffern. Ich habe hier jetzt vier Fries am Start, das macht nichts, glaube ich, aber meine Queen darf da natürlich nicht sterben. Jetzt nehmen wir hier, ich nehme die Mauerbrecher jetzt mal volle Pulle hier in Wut rein, zumindest die ersten, dass die hier schon mal reinrasen und ein paar Mauern hier machen, aber im Inferno, da können die natürlich auch nicht so super viel reißen, denn der kann 5 Ziele aufnehmen, hat jetzt eben schon so ein paar von denen aufgenommen, okay, oh, okay. Dann müssen wir das jetzt mal so machen. Ah, die Queen, die kriege ich ja jetzt schon heftig. Och nö, was ist denn das jetzt? Den kann ich ja gar nicht. Den kann ich mal gar nicht gebrauchen. Jetzt muss ich meine Queen, glaube ich, einmal kurz nicht die Queen friesen, sondern die CB friesen. Ah, das habe ich noch ganz gut gerettet, glaube ich. Das habe ich ganz gut gerettet. Sprung und Mauerbrecher macht natürlich total Sinn, aber ich wollte auch nur zur Queen. Natürlich macht das überhaupt keinen Sinn, was ich hier mache. Aber ich halte mich noch ganz gut, glaube ich. Und dann können wir hier jetzt mit den restlichen Tunnlern reingehen. Wir haben ja jetzt nicht mehr so super viele Truppen. Ein Heil nur und nochmal zwei Fries. Okay, dann gucken wir mal, wo wir die Freezes hier nehmen. Ich brauche sie immer noch nicht nehmen. Das sieht noch ganz gut aus. Die kriegen da noch ein bisschen Beschuss. Und ich glaube, ich nehme jetzt hier mal den Freeze, nehme da mal den Heil und einmal den Freeze noch auf den Inferno gesetzt. Karre ist ja immer noch nicht voll. Mal sehen, ob sie wenigstens 50% werden, dass ich wenigstens den einen Stern jetzt mitnehme. Und gleich mal wieder schauen, wie viele Mauern das waren. Das ist echt. Also es ist wirklich,
Bei den anderen Dörfern habe ich damit nur einen Versuch, glaube ich, gebraucht. Da habe ich auch ganz nur Mauerbrecher gebaut und dann mit Wut und Heil ging das dann in die Bases rein. Oh, die schaffen das Rathaus. Okay. Okay, da haben wir schon mal einen Stern. Schaffen wir den zweiten noch? Na, das Lager. Ja, haben wir auch noch geschafft. Sauber. Okay, Lot haben wir jetzt nicht wirklich mitgenommen, aber wir haben so ein bisschen den Bonus. Wir haben zwei Sterne, denn es gibt ja auch noch Sternbonus hier zu machen. Mal sehen, wie viel Mauer es diesmal waren. Den haben wir schon mal reingepackt. Oh, vielen lieben Dank für den Päcker. Das ist mal nett. 57 nur. Alter, das geht gar nicht. Da müssen wir noch einen nachsetzen, würde ich sagen. Also Mauerbrecher voraus. Ein paar Wutzauber dazu gemacht. Zwei Fries, ein Gift, glaube ich. So passt das und dann gehen wir gleich nochmal rein. Geht ja nicht, dass ich kein Clanspiel mit euch schaffe. Und ihr habt das sicherlich eben gesehen, ich habe Bodenwut Karre gefordert. Also ich muss sagen, einen Wutzauber habe ich immer fertig. Einen Heilzauber habe ich eher nicht fertig. Aber was habe ich in der Clanburg? Naja, ich will mich darüber jetzt nicht mehr aufregen. Das lohnt sich einfach nicht. Sich darüber zu beschweren, dass man hier nicht mal das Geforderte in die Clanburg bekommt. Und es ist mir auch mittlerweile egal. Ich nehme das jetzt mal so hin. Und kann einfach nur sagen, ich bin froh, wenn ich aus der Truppe hier raus bin. Auch wenn ich ja selber jetzt nicht so der super aktive Spieler hier bin mit dem Account. Aber dennoch, ich meine, wenn ich denn was fordere, dann erwarte ich auch die richtigen Spenden. Denn ich habe mir hier auch einen Hals abgespendet, dass hier immer auch die Clanburgen richtig befüllt werden. Und dann erwarte ich das von meinen Mitspielern eigentlich auch. Und wenn die mir dann Scheiße spenden, ja, dann sollen sie mir halt Scheiße spenden. Ist mir ja auch egal. Dem wollte ich eigentlich wenigstens jetzt wieder mal dieses 30 Prozent-Schild ermöglichen. Ah, okay, meine Queen macht da aber im Moment in der Mitte noch das. Ah ja, okay. Das reicht mir hier. Denn mir ist schon wieder ein Bug passiert. Also okay, 1,8. Es war jetzt echt nicht viel. Aber es hat mir gereicht. Und ja, ich meine, wenn ich den jetzt rausnehme, dann steht ja mein letzter Spruch hier auch drin. Sind wir mal ehrlich. Hier steht mein letzter Spruch drin. Und da steht Boden, Wut, Karre. Ja? Wut, nicht Heil. Naja, sei es drum. Ist mir jetzt auch egal. Warum rege ich mich eigentlich immer so künstlich hier auf über dieses Game? Wir trainieren hier mal nach. Allerdings trainiere ich hier im Moment die nach. Ich habe euch ein bisschen angemogelt. Denn ich hatte das Clanspiel eben schon fertig. Ich hab mal wieder aufgenommen ohne Ton. Das heißt also, ich hatte meinen Ton aus, habe mir wieder einen Wolf gequatscht und habe das Clanspiel beendet. Also 1000 Punkte hier, so kann man es machen. Richtig funny. Und ihr seht das hier in meinem Attack-Log, dass ich den vorher schon geschafft habe. Und das ist echt krass, was die Mauerbrecher hier für Schneisen schlagen, wie weit die Base hier aufmachen. Ich glaube, den habe ich ja sogar gewonnen hier. Wie weit die Base aufmachen, es ist wirklich unglaublich. Also, wenn ihr noch einen Tag oder zwei Tage Clanspiele habt und trefft auf dieses Clanspiel, macht es. Scheißt auf die Pokale. Ah, nee, habe ich doch nicht geschafft. Ich habe ihn nur im Schild verpasst. Scheißt auf die Pokale, es macht so Bock. Es ist eher selten, dass ich es mache, aber jetzt für die Pokale hier noch 1 CK und 1500 Punkte, 2480 Punkte, okay, das ist noch ein bisschen was, aber ihr seht das hier, es wird auch schon ein bisschen gelber. Ich kann in jedem Fall die gelben jetzt machen. Dann bin ich hier aber wirklich weg, dann ist auch meine kleine Geduld ein wenig am Ende. Habe ich jetzt einen Wut gekriegt? Wow, ich habe einen Wut gekriegt. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, ihr kriegt jetzt keinen Wutanfall, dass die Folge ein bisschen länger geworden ist. Ich hoffe, wir sehen uns in dieser Woche noch mit weiteren Folgen. Wenn ihr übrigens manchmal Folgen ohne Facecam seht, dann sind die meistens sehr, sehr spät abgedreht. Ich habe dann keine große Muse mehr, hier das ganze Licht auszupendeln, einzuschalten und, sondern dann muss es hier abends auch ein bisschen schneller gehen. Und damit verabschiede ich mich. Bis dahin, euer Toto. Flasht.